1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben, Freitagnacht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben Freitag immer eine freie Themennacht. Das heißt, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt mir unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht, das ist die Jutta. Und Jutta ist 44 Jahre alt. Hallo Jutta. Ja, hallo Jürgen. Ja, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wir haben schon mal zusammen telefoniert und zwar vor 3,5 Monaten. Aha. Jutta, eine kleine Sekunde mal eben. Ich muss hier mal was umstöpseln, weil ich höre mich ganz falsch auf meinem Kopfhörer. So, jetzt ist es besser. Okay. Jetzt ist es besser. Jetzt kann ich dich richtig hören. Alles klar. Jutta. Ja. Wir haben uns schon mal gesprochen, sagst du? Ja, genau. Es ging darum, mein Mann hat mich damals geschlagen und vergewaltigt. Mhm. Da habe ich dich angerufen und dann hast du mir gesagt, was willst du machen? Mhm. Und dann habe ich dir gesagt, ich verlasse ihn, hast du gesagt, ist okay. Mhm. Mhm. Habe ich getan. Mhm. Ich lebe jetzt mit meinem Lebensgefährten zusammen. Ja. Seit genau 3,5 Monaten auch. Aha. Und wir sind unheimlich glücklich, aber ich habe ein Problem. Und das ist jetzt das Thema. Auf jeden Fall, zum ersten Teil ist deine Ansprache, ist das ja schon mal sehr schön, dass das so gelaufen ist. Ja. Sehr schön. Und zwar bin ich zu laut beim Sex. Ach so. Ja, die Nachbarn beschweren sich. Jutta ist zu laut beim Sex. Ja. Wie laut ist Jutta denn beim Sex? Ja, ich lasse mich gehen. Mhm. Wenn wir die Fenster offen lassen, ja, die Nachbarn hören mit, das wusste ich nicht, vorher nicht. Ja. Die Nachbarin kam rüber und beschwerte sich, sagt es lautstark über die Straße. Mhm. Also ich traute mich auch 2 Wochen kaum noch auf die Straße raus. Wie ist das denn mit der Nachbarschaft im Haus? Wohnt ihr in einem Mietshaus mit mehreren Parteien? Nein, wir wohnen in einer Siedlung. Also allein im Haus, oder wie? Ja, genau, ja. Alleine. Aha. Ja, und eine andere Nachbarin, die sagte auch, die kam rüber und donnerte mit dem Aschenbecher gegen die Wand und sagte, ja, hör mal, es geht auch ein bisschen leiser und so. Das war mir total peinlich. Und Wie habe ich es mir denn vorzustellen? Sind es spitze, lüsterne Schreie? Ist es lautes Stöhnen? Lautes Stöhnen. Lautes Stöhnen. Ja. Ja, aber ich meine, im Prinzip ist das Problem ja leicht zu lösen, wenn ihr in einem alleinstehenden Haus wohnt, machst du einfach die Fenster zu. Oder ist es so laut, dass es sogar durch die Fenster durchgeht? Machen wir auch, aber wir vergessen es manchmal. Naja gut, das kann man ja irgendwie doch so. Ich hatte neulich einen Anrufer hier. Ja? Der erzählte, dass seine Frau auch so laut ist beim Sex. Hab ich gehört. Und für den war das dann ein so großes Problem, weil der erzählte mir, das tönt mich völlig ab, wenn sie so schreit und so rumstöhnt. So krass ist es bei euch aber noch nicht. Nee, bei mir. Nee, ich meine, dass dein Partner sagt, ich kann es nicht mehr hören oder mir ist es zu laut. Das nicht. Also ihm gefällt das noch. Ja. Aber wie gesagt, Jutta, das Problem ist ja ganz leicht lösbar. Fenster zu und dich weiter schön gehen lassen. Und wenn dein Partner das will und dem das gefällt, ist doch alles im grünen Bereich. Ja, dann möchte ich auch noch die Maria grüßen. Die habe ich letzte Woche Freitag gehört. Ja. Sie ist sexsüchtig, habe ich gehört. Achso, da hast du gedacht, da ist eine Seelenverwandtschaft. Ja. Und also Jutta, mit dem Schreien finde ich jetzt aber auch nicht so eine große Sache, ne? Nee. Nee, wirklich nicht. Fenster zu und durch. Alles klar. Ne? Alles Liebe. Jürgen, ja. Ich finde deine Sendung toll. Dankeschön. Mach weiter so. Aha. Und Gruß ans... Ich hätte noch gern ein Autogramm von dir. Ja, dann legst du auf und wir rufen dich nochmal an. Alles klar. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. So ihr Lieben, Telefonnummer 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Wir haben eine freie Themennacht heute, wie immer freitags. Oder mailt ganz einfach unter domian@wdr.de. Nächste Anruferin ist Beate und Beate ist 38. Hallo Beate. Bin ich jetzt dran?
Ja, wenn du Beate bist, dann bist du dran. Ja, okay. Du bist Beate. Ja. Ja. Hallo Beate. Also, ich höre dich ganz schlecht. Ja, ich höre dich umso besser. Also, du bist mir volle Kanne auf den Kopfhörern. Ja, und ich höre dich ganz, ganz schlecht. Ja, das wird sich aber jetzt schon aufbauen, allmählich. Okay. Was ist denn dein Thema? Fang mal an. Also, ich knüpfe an das Thema an, da von Mittwoch, ne? Ja. Da war das doch irgendwie, ich habe jemanden ruiniert oder so ähnlich. Ich bin schuld an deinem Schicksal, hieß das Thema. Richtig, genau, sowas. Und ich bin schuld an, oh Gott, ey, ich kann da gar nicht eigentlich drüber reden. Aber ich habe jemanden ruiniert, ohne Ende. Gehst du mal ein bisschen näher an? Du telefonierst mit einem Mobiltelefon? Ja. Dann geh mal ein bisschen ans Fenster, das ist immer so ein Wackler in der Leitung. Besser? Das werden wir jetzt gleich rauskriegen. Also du hast jemanden ruiniert ohne Ende? Ohne Ende. Was ist genau geschehen? Also das war ein ganz reicher Mann und den habe ich ausgenommen ohne Ende. Und habe den die Liebe vorgegaukelt und so, ne? Mhm. Und ja. Das heißt, du hast dich an den Typ auch rangeschmissen, weil er sehr reich war? Ja. Wie lange liegt das zurück? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre? Mhm. Ja. Und wie lange dauerte dieses Verhältnis, diese Beziehung? Ja, 2,5 Jahre. Achso, es hat dann auch. Achso, ist jetzt gerade beendet worden. Ja, von mir aus, aber von ihm aus nicht. Mhm. Und ich habe den ausgenommen ohne Ende. Das heißt, er hat jetzt sein Vermögen verloren, oder wie? Ja, der hat nichts mehr. Der hat sein Haus nicht mehr, der hat seine Frau nicht mehr, der hat gar nichts mehr. Nichts mehr. Und dafür hast du jetzt das alles, oder wie? Ja, mehr oder weniger. Sag mir mal eine Summe, damit ich mir vorstellen kann, über was wir da reden. Ja, ungefähr 500.000. 500.000 Euro? Ja. Und du hast wirklich das gezielt gemacht, da waren nie Gefühle im Spiel? Nein. Du hast diesen Mann, wie hast du ihn kennengelernt? Ach, den habe ich, ich weiß gar nicht, wie ich den ganz, ja, auf so einer auf so einer Party habe ich den kennengelernt. Mhm. Und, der war auch schon älter. Wusstest du denn, als du ihn kennengelernt hast, dass er so wohlhabend ist? Nein, das wusste ich nicht. Mhm. Aber das hat man gesehen. Ah ja. Mhm. Mhm. Und wie viel? Du bist 38 und wie alt ist er? 62. Mhm. Und und dann kam das irgendwie so. Dann habe ich den, dann sind wir Kaffee trinken gegangen und dann hat er mir gezeigt sein Haus und so und habe ich gedacht, oh. Aber und dieser Mann war auch hast du gerade gesagt, der war auch in einer Beziehung, war verheiratet. Ja, der ist verheiratet, hat 4 Kinder und so, ne? Also verheiratet. Und die Frau hat ihn auch verlassen. Bitte? Die Frau hat ihn ja jetzt auch mittlerweile verlassen. Ja, aber eins nach dem anderen. Du sagst, er hat dir sein Haus gezeigt. Wo war da die Frau und die Kinder? Die waren in Urlaub. Mhm. Mhm. Ja. So, und dann hast du gemerkt, aha, der hat Kohle? Aber was für Kohle, das gibt's gar nicht. Ja, und dann hast du für dich entschieden, ich gehe da jetzt strategisch ran und lege es darauf an, irgendwie irgendwann von dem Material zu profitieren. Ja. Du sagst das so kalt alles, so kaltschnäuzig. Das ist aber so. Ja, ja. Ja, und ich habe ihn so ruiniert und er ruft mich jetzt immer an und weint und so und sagt dann immer so, du musst mir helfen und so, ich komme dann nicht nach Hause. Okay, was heißt das denn jetzt genau? So schnell kommt man ja nicht in die Hände des Geldes eines anderen Menschen. Wie ist das denn gekommen, dass du jetzt fast über 500.000 Euro verfügst von ihm? Ja, ich habe ihm dann gesagt, so und so, ich habe... Wie so und so? Ich brauche das. Und dann ist er mit mir einkaufen gegangen, dann ist er shoppen gegangen. Gut, und das sind, sagen wir mal, höchstens ein paar tausend Euro Beträge. Ja, und dann habe ich ihm gesagt, du, ich muss das und das haben und ich brauche eine Wohnung. Und da hat er mir eine Wohnung gekauft. Also die Ansprüche wurden eingerichtet. Die Wünsche und Ansprüche wurden immer größer. Ja, ja. Mhm. Mhm. Und du hast ihm weiter beständig Liebe vorgetäuscht? Ich habe zum Beispiel nie gesagt, dass ich ihn liebe. Das habe ich nie gesagt. Aber du hast ihm auch nicht gesagt, dass du ihn nicht liebst. Das habe ich auch nicht gesagt. Mhm. Und nein. Und du bist mit ihm ins Bett gegangen? Ja, zweimal. Wie, nur zweimal in 2,5 ja. Jahren? Ja. Und darauf hat er sich eingelassen? Da hat er sich drauf eingelassen. Mhm. So, dann hat er dir eine Wohnung gekauft. Mhm. Da geht es ja schon um sehr viel Geld. Unter ja. Mhm.
Und während hat er eingerichtet, das sind mehr wie 500.000, das ist mehr. So, und währenddessen ging dann die Beziehung zu seiner Frau in die Brüche, weil die das mitbekommen hat. Ja, nein, sie hat das mitbekommen und er hat es ihr gesagt, dass er sich total verliebt hat und so. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich habe mich total verliebt und so. Und da habe ich gesagt, bist du bescheuert und so, wie kannst du das sagen und so. Und ja, und dann hat sie gesagt, also ich gehe. Und dann musste er ihr ja diese Abfindung und so zahlen, ach so, und das Haus überschreiben. Ach so, sie hat jetzt das Haus. Sie hat jetzt das Haus, ich habe die Wohnung, er hat eine Zwei-Zimmer-Wohnung jetzt ungefähr, also nein, nicht ganz so krass, aber... ich verstehe, das heißt, der hat dir eine ganze Menge Geld zugeschoben und musste dann durch die Trennung auch eine ganze Menge Geld seiner Frau auszahlen und dafür sorgen. Mhm. Ja. Wie kam es jetzt zu dem Ende? Warum wurde die Beziehung beendet? Es war ja eigentlich für mich dann eine Beziehung. Ich habe eine neue Beziehung, also einen ganz tollen Mann kennengelernt und den liebe ich. Mhm. Den habe ich das auch erzählt, was ich getan habe. Also das heißt, du hast, nachdem dieser ältere Mann keine Kohle mehr hatte, hast du ihn fallen gelassen wie eine Heißkartoffel. Richtig. So kann man sagen. Ja. Und jetzt ruft er ab und zu noch bei dir an und... Ab und zu? Oft. 80, 90 Mal am Tag. Und er möchte weiter mit dir Kontakt haben? Ja. Möchte er auch Geld zurückhaben? Nein. Das nicht? Kapiert er denn, was mit dir los war und was du gemacht hast? Nein, er meint immer noch, dass ich ihn liebe. So, jetzt höre ich mal auf mit dem sachlichen Interview. Ich habe dich jetzt 5 Minuten ganz normal interviewt, um einfach die Geschichte zu verstehen. Mhm. Jetzt äußere ich mich mal ganz persönlich dazu und bin entsetzt, was du mir da erzählt hast und finde es zum Kotzen, was du mir da erzählst. Wie kann man denn so mit einem Menschen umgehen? Ich weiß es auch nicht. Ja, ich weiß es nicht. Du bist 38 Jahre alt, mein Gott. Und du sagst das aber noch... Aber wenn der so blöd ist? Ja, na und? Was ist das rechtfertigt das doch nicht, dass du dich so verhältst, mein Gott. Und du sagst es jetzt auch mit einer Kaltschnäuzigkeit, wie ich es gerade schon formuliert habe. Und du hast überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein. Wie bitte? Du hast überhaupt gar kein Unrechtsbewusstsein, falls nein, du... Nein, habe ich auch nicht, wenn der so doof ist. Nein, auch dann geht man mit... Nein, dann geht man nicht mit Menschen um. Weißt du, wie man das auch nennen könnte? Ich will gar nicht das Wort in den Mund nehmen, was du da gemacht hast. Nein, ich sage es nicht. Es ist zu beleidigend. Es ist zu beleidigend, aber wir wissen es alle. Mhm. Du hast einen Mann 2,5 Jahre penetrant belogen, hast dessen Leben zerstört, hast die... Nur kann man auch mal sagen, warum hat der das mitgemacht? Genau. Da hast du natürlich völlig recht. Ihn würde ich genauso beschimpfen. Aber dich beschimpfe ich auch. Dich beschimpfe ich wirklich aber auch ganz genauso. Was steckt denn da für eine Haltung hinter? Was hast du denn für ein Selbstverständnis? Ja, nur absahnen? Ich habe die schöne Wohnung. Na klasse. Ja. Ich habe die schöne Einrichtung, ich habe das schöne Auto. So, und wie hast du das bekommen? Durch penetrante Lüge? Durch 2,5 Jahre hast du dich da hingegeben, mehr oder weniger, nur um das Geld rauszuholen. Ist doch gut, oder nicht? Nein, ich finde es fürchterlich. Geh arbeiten. Wenn du eine Wohnung haben willst, geh arbeiten. Und verdien es dir selbst. Und sauge es nicht aus anderen Leuten raus. Nee, ich finde das schon ganz okay. Ich finde es abscheulich, wirklich. Ich möchte wirklich nicht mit so jemandem nahe zu tun haben, wie du dich jetzt darstellst, wenn das alles so ist. So, das ist einfach so. Warst du immer schon so drauf? Oder weißt du, wenn der dann anruft und so, dann sag ich immer ja und so, wir können uns ja nächste Woche nochmal sehen und so. Weißt du, damit ich ihn nicht so verletze und so, ne? Ja, also, das macht den Kohl jetzt auch nicht mehr fett, was du da jetzt noch... Du taktierst und trickst seit 2,5 Jahren. Du gehst berechnend, strategisch bist du an diesen alten älteren Mann rangegangen. Mhm. Hast dessen Leben wirklich kaputt gemacht. Ich habe das Leben kaputt gemacht, ja, das stimmt. So, und dann sitzt du da und telefonierst mit mir und sagst, ja, er hat sich ja nicht dagegen gewehrt, also ist es auch in Ordnung. So sagst du. Genau. Ja. Ja, aber das ist doch schrecklich. Findest du? Ja, das finde ich furchtbar. Auch wenn Menschen sich nicht wehren, aus welchen Gründen auch immer, berechtigt einen selbst es nicht dazu, so mit einem Menschen umzugehen. Wenn er so blöd ist? Nein, das ist nicht die Berechtigung für dich, das so zu tun. Und das heißt, ich höre daraus auch, wie du jetzt so drauf bist, das würdest du immer wieder machen, sowas. Klar. Ich kotze. Ich möchte jetzt auch nicht weiter telefonieren. Beate, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Mann! Wer kommt jetzt? Hier ist Rebecca. Rebecca ist 21 Jahre alt. Hallo. Kannst du verstehen, dass ich so wütend bin?
Ja, kann ich gut verstehen. Mann, das ist ja unglaublich. Ja. Liebe Rebecca, jetzt zu dir. 21, habe ich schon gesagt, genau. Ne? Bist du. Um was geht's bei dir? Was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist halt, dass ich langsam durchdrehe und dass ich sehr viele Menschen auch durch meine Lügen wehgetan habe. Ich habe es nicht verstanden, dass du... Dass ich langsam jetzt auch durchdrehe, also ich denke mal Depression und dass ich auch durch meine Lügen halt sehr vielen Menschen wehgetan habe. Mhm. Auch Lügen? Ja, auch Lügen. Was ist da passiert? Was hast du gemacht? Also es hat eigentlich alles vor 2 Jahren angefangen, dass ich eine Schule irgendwie geschmissen habe und dass ich dann meine eigene Wohnung hatte und dann bin ich in einen neuen Freundeskreis gekommen, dann lief alles okay. Und ja, dann habe ich angefangen, meine Ausbildungsstellen zu schmeißen. Ich bin dann einfach nicht mehr hingegangen, habe dann meine Freunde angelogen. Ich bin einfach aus dem Kino rausgelaufen und habe dann meinen Freunden erzählt einfach, dass meine Mama Schlaftabletten nehmen würde. Mhm. Also ich glaube, ich wollte mich halt auf irgendeine Art und Weise aufmerksam machen und bin jetzt halt so weit dazu gekommen, dass ich jetzt erstmal 4 Wochen weg war, wiedergekommen bin und sozusagen keine Freunde mehr an mich ranlasse. Ja, wo warst du 4 Wochen? Bei einer Bekannten in München. Ach so, einfach mal abgetaucht. Genau, und wollte auch am liebsten bleiben, aber ich meine, weglaufen ist ja auch keine Lösung. Kapieren denn die Menschen, haben das einiges mitbekommen, dass du sie immer belogen hast? Eine gute Freundin, die hatte da schon ihre Ahnung und die sind dann zu meiner Schwester, die wohnt unter mir. Mhm. Und ja, das ist dann alles rausgekommen. Das heißt, also es gibt jetzt auch, deine Schwester hat es auch durchschaut. Genau. Die hast du auch belogen? Ich habe sie auch belogen. Und deine Mutter hast du auch belogen? Meine Eltern wissen davon nicht, sie denken, ich mache nur meine Ausbildung. Ach so. Die denken immer, du machst eine Ausbildung. Ja, und das soll auch so bleiben. Ach, das soll so bleiben? Ja. Was ist neben dieser Lüge deinen Eltern gegenüber noch so die schlimmste Lüge, die so im Raum steht? Ja, eigentlich, dass mein Vater fremdgegangen ist, dass meine Mutter deswegen Schlaftabletten genommen hat. Wem hast du denn gesagt, dass dein Vater fremdgegangen ist? Ein paar Freunden. Einfach nur so, um dich interessant zu machen oder um ihn schlecht zu machen oder... Ich weiß es nicht. Also eigentlich ist es nicht meine Art, mich irgendwie interessant zu machen, weil ich hatte noch nie das Bedürfnis. Ich habe keine Ahnung. Aber also, dir ist ja dieses Verhalten durchaus bewusst. Sonst hättest du dich ja auch dazu jetzt nicht gemeldet. Ja. Dann fragt man sich doch sicher immer wieder, warum tue ich das? Warum handle ich so? Ja, oder... Hast du keine Idee, irgendeine Richtung, warum? Nee, also ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich meine, es ging auch oft irgendwie schlecht. Also, und ich habe das auch versucht, von meinen Freunden zu verstecken. Vielleicht habe ich einfach durch die Lügen versucht, mich irgendwie doch auf irgendeine Weise aufmerksam zu machen. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe, vor 2 Jahren ungefähr fing das an. Genau. Mhm. Vorher war alles ganz normal. Ja. Mhm. Was erzählst du übrigens, was denken deine Eltern, was für eine Ausbildung du machst? Als Krankenschwester. Als Krankenschwester. Und bist du oft zu Hause und erzählst dann so vom Krankenhaus, was auf der Station... Genau. Und denkst dir 1000 Sachen aus, was auf der Station passiert ist? Genau, das habe ich dann so gemacht. Aber deine Schwester weiß Bescheid, dass du nicht als Krankenschwester arbeitest? Nein, die hat nicht geschaut, weil die wohnt ja unter mir. Machst du überhaupt irgendetwas oder hängst du an? Ja, das ist das Problem. Ich habe dann auch im Laufe der Zeit alle meine Nebenjobs geschmissen, habe dann mich immer wieder beworben und dann bin ich wieder nicht hingegangen und ja. Und von was lebst du jetzt? Ja, ich habe mich auch ein bisschen verschuldet. Momentan sieht es bei mir sehr knapp aus. Du hast eine eigene Wohnung, ne? Ja, ich weiß. Ja, aber die muss man die Miete bezahlen zumindest. Ja, das klappt ja noch. Ich habe da noch was gespart. Ach so, das geht noch. Mhm. Hast du einen Freund? Nein. In den letzten 2,5 Jahren einen gehabt? Nein, in 4 Jahren keinen. Also ich habe Leute kennengelernt, aber es waren alles nicht so nette Männer, sag ich mal so. Jetzt erklär mir nochmal, warum du 4 Wochen abgetaucht bist. Es wird mir zu viel. Also es wird mir einfach zu viel. Lügnereien und. Also diese Verstrickung, die Verstrickung in den Lügen und vielleicht auch die Angst, dass es auffliegt und das schlechte Gewissen und sowas. Genau, alles. Alles zu viel. Und dann dachte ich, dann bin ich erstmal weg und kann von neu anfangen und alles überdenken. Also ich bin eigentlich sozusagen auch weggefahren, weil meine beste Freundin sich von mir abgekapselt hat und jetzt drogenabhängig war. Hat die das denn, die beste Freundin, auch irgendwie gewittert, dass da was nicht stimmt? Eben nicht, weil sie hatte einen Freund und ihr Freund hat sich von mir abgekapselt und wir haben uns sehr selten gesehen. Hast du denn der besten Freundin oder den anderen Freunden auch erzählt, dass du Krankenschwester lernst? Nein, den habe ich wiederum erzählt. Ich mache den Nebenjob und
Habe die Ausbildungsstelle zum 1.10., aber die hatte ich dann auch nicht, weil ich die abgesagt habe. Also ich hatte mehrere Ausbildungsstellen. Mhm. Ich bin aber nicht hingegangen. Also ist da so ein richtiges Lügengebilde, eine ganze Verstrickung, und je mehr du dich darin bewegst, desto unangenehmer wird das für dich. Weil genau. Du, ne? Ja. Mhm. Jetzt bist du 4 Wochen abgetaucht. War das mit dem Abtauchen auch irgendwie verbunden mit vielleicht mit der Hoffnung, wenn ich jetzt zurückkomme, dann mache ich Klartisch und fange irgendwie von vorne an? Teils, teils. Also ich habe mir gedacht, vielleicht gehe ich zu der Freundin und erzähle das. Manche Gedanken waren halt, ich führe das weiter. Also ich wusste es noch nicht. Und dann, ja. Wie steht denn deine Schwester, die das ja ein bisschen blickt oder ein bisschen sehr blickt, wie steht die denn zu dir? Hat die dich mehr oder weniger verstoßen oder? Nein, die halt zu mir. Nur das Problem ist, dass ich auf die Hilfe nicht annehmen will. Also ich bin ja schon so weit, dass ich auch aggressiv werde und halt auch in mir irgendwie wütend bin und dass ich... Ich habe noch eine Frage zu dem Geld. Finanzieren deine Eltern dich auch noch ein bisschen mit? Nein. Das nicht? Die geben mir halt nur ein bisschen Taschengeld und das Kindergeld. Ja. So, ich finde, alle Warnglocken schrillen im Moment. Und ich finde gut, dass du angerufen hast. Das ist ja schon mal ein Erfolg. Du machst das jetzt über 2 Jahre und jetzt hast du dich hierhin an uns gewandt und wir reden drüber. Ist ja schon mal ein Schritt. Ja. Ich finde, da musst du dir selbst auf die Schliche kommen. Was ist da los in dir? Warum tust du das? Denn du tust dir ja letztendlich nichts Gutes damit. Nee, ich mache ja dadurch alles kaputt. Du machst alles kaputt und es verkompliziert sich alles, du verlierst die Menschen, du kriegst immer größer ein schlechtes Gewissen und die Belastung wird immer stärker und so weiter. Also dein Leben, die Lebensqualität nimmt immer mehr ab, je mehr du lügst, so kann man sagen, ne? Ja, klar. Ja. So, und da fragt man sich natürlich, warum tut sie das? Was ist da los in ihr? Das muss ja einen triftigen Grund haben, einen verwurzelten Grund, den wir beide natürlich jetzt hier in diesem Gespräch überhaupt nicht ergründen können. So, mein Ratschlag wäre unbedingt, dir so schnell wie möglich professionelle Hilfe zu suchen. Das habe ich schon versucht. Hast du schon versucht? Ja, ich war schon bei einer Ärztin, habe auch Antidepressiva gekriegt gegen meine Schlafstörungen, aber auch Telefonnummern, die versucht, welche anzurufen. Ja. Aber bis jetzt erreiche ich keinen oder sind halt keine Therapieplätze frei. Ja, also da wollen wir gerne dir auch noch mal ein bisschen, auch noch versuchen, ein bisschen zu helfen. Ich werde dich gleich noch weiterleiten an meine Psychologin, an die Magdalena, die heute Nacht hier ist. Ich weiß nicht, ob der Antidepressiva, also die richtige, ich will da nicht ferndiagnostizieren, das kann ich auch überhaupt nicht. Ich glaube, dass es mir eine Therapiegeschichte ist, dass du wirklich eine Psychotherapie machen musst, was mit dir los ist. Mhm. So, wenn das eingeleitet ist, dann ist die andere Frage, wie verhalte ich mich jetzt meinem Umfeld gegenüber? Beichte ich? Mache ich wirklich Tabula Rasa? Ja, ich meine, einen Brief habe ich schon einer Freundin geschickt, wo eigentlich alles drin steht. Finde ich gut. Das ist zwar sehr beschämend im ersten Moment, aber es ist auch sehr befreiend für dich. Entweder verstoßen die Leute dich, okay, dann verstoßen sie dich, und dann musst du von Neuem anfangen, neue Leute dir aufzubauen. Mhm. Oder aber sie sagen, okay, ist scheiße, was sie gemacht hat, aber immerhin, Hut ab, sie gibt's zu und sie entschuldigt sich, wir geben ihr nochmal eine Chance, ne? Ja. So, und dann ist auch noch die Frage, was machst du mit den Eltern? Da hast du gerade spontan gesagt, nee, die sollen das, die... So. Nee, auf keinen Fall. Ja, aber Rebecca, wie soll denn das weitergehen? Du kannst denen doch nicht endlos vor Nein, ich habe mich jetzt, meine Schwester habe ich dazu gezwungen, mich neu zu bewerben, habe ich jetzt gemacht für April und... Zu bewerben? Zu bewerben für Ausbildungsstellen, habe mich für Nebenjobs auch beworben jetzt. Aber wie wäre es denn, wenn du jetzt einfach anfangen würdest mit einer Ausbildung als Krankenschwester? Die fangen aber erst alle wieder im April an. Okay. Aber das ging ja dann auch, wenn du im April anfängst. Genau. Ne? Und dann kannst du dich ja vielleicht so aus der Lüge herausschleichen bei deinen Eltern. Genau. Wenn du dann irgendwann doch Krankenschwester, wenn sie sich zwar wundern, bist du immer noch nicht fertig, aber dann wäre auch egal. Dann kriegt man das irgendwie hin. Also, ich finde, es muss sowas, was psychologisch, psychotherapeutisch muss angefangen werden. Und auf der anderen Seite musst du dich outen, musst du Geständnisse formulieren. Und dann, glaube ich, wird es auch wieder bergauf gehen, denn das ist kein Leben so, finde ich. Ja. Ne? Ich finde es gut, dass du angerufen hast. Ist auch wieder ein Schritt, mal drüber gesprochen zu haben. Und vielleicht kriegst du jetzt, vielleicht können wir dir auch noch ein paar ganz gute Tipps geben, wohin du dich noch wendest und damit das ein bisschen schneller geht auch mit der Beratung. Ja, das wäre nett. Dann legst du bitte auf und meine Psychologin ruft dich an. Okay, dann danke. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Tschüss.
So, Freunde, 0800 220 50 50, wenn ihr euch hier jetzt bei mir auch melden wollt, live hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen, oder mailt auch unter domian@wdr.de. Heinz begrüße ich herzlich, und Heinz ist 35 Jahre alt. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo, Heinz. Jürgen, wir haben vorige Woche schon mal miteinander telefoniert. Die Stimme kommt mir auch bekannt vor. Ja, ich bin der Callboy. Ach, du bist der Callboy. Jawohl. Moment, Callboy, der verheiratet ist, ne, so war's, ja. Und seit drei Jahren als Callboy arbeitet, aber der Frau vorgaukelt, du seist im Außendienst tätig. Genau, ja. Und das Verrückte war, dass die beste Freundin oder eine Freundin, ja, von deiner Frau, wenn ich mich recht erinnere, ja, ohne zu wissen, dass du bist, die Dienste eines Callboys angerufen hat, und ja, du kommst hin und erkennst die beste Freundin deiner Freundin. Genau, ja. Ne, so war's. So war's. So, und wir haben lange darüber geredet, und ich glaube, Schluss des Ganzen war, dass ich dir gesagt habe, so geht das nicht weiter. Die Freundin weiß es jetzt sowieso. Du musst es deiner Frau beichten. Das habe ich auch gemacht. Das hast du gemacht. So. Das habe ich gemacht. Ich habe ihr gebeichtet. Ich habe mich dann mit ihr hingesetzt und habe ihr erst ein bisschen drumherum geredet. Dann habe ich jetzt zu ihr gesagt, also ich muss dir sagen, ich arbeite zwar im Außendienst, aber nicht als Außendienstmitarbeiter, sondern ich bin Callboy. Da ist der Frau doch, da ist der Frau doch wahrscheinlich die Kinnlade bis. Prompt hat sie gesagt, ist das dein Ernst oder willst du mich nur verarschen? Mhm. Wo ich gesagt habe, das ist doch mein Ernst, und habe ihr alles erklärt, und dann hat sie gesagt, das war's, pack deine Klamotten, tschüss. So knallhart. So knallhart, die kann damit einfach nicht leben. Wie viele Jahre wart ihr verheiratet nochmal? Wie bitte? Wie viele Jahre wart ihr nochmal verheiratet? 10 Jahre. 7 Jahre? 10. 10 Jahre. 10 Jahre. 10 Jahre. Sie kann aber damit, ich wusste es von Anfang an, sie kann damit nicht leben. Mhm. Das ist für sie Fremdgehen, und ich wusste das, und ja. Mhm. Aber ich habe ihr jetzt erstmal durch die Wohnung alles gelassen, das Auto durchgelassen, ich habe auch meinen Job aufgegeben als Callboy. Ach, du hast ihn aufgegeben, obwohl sie dich verlassen hat. Ich lebe im Moment vom Ersparten, ja, und suche mir natürlich jetzt einen normalen Job, weil ich will diese Frau zurückgewinnen. Ach so. Diese Frau ist das Wertvollste, was jemals auf Erden geboren wurde. Mhm. Und diese Frau will ich wieder haben, und diese Frau will ich beweisen, damit es mir ernst ist, damit ich alles aufgebe, nur für sie. Kannst du verstehen, dass sie so reagiert hat? Ich kann es verstehen, weil ich sie kenne und weil ich weiß, wie sie darüber denkt. Aber ich habe eine Chance. Ja, lass uns mal die Sache rumdrehen. Wenn sie dir das gestanden hätte, wie hättest du reagiert, wenn sie es gemacht hätte? Weiß ich nicht. Ich glaube, ich hätte mich auch am gleich mal getrennt, weil diese Frau liebe ich über alles, und sie liebt mich auch, das weiß ich. Kann man ja auch verstehen. Das ist so eine derartige Verletzung, dass man vielleicht einfach wirklich erstmal sagen muss, nee, Schluss, pass auf, ich gehe. Tschüss. Ja, sie hat ja gesagt, hat sie denn noch ein bisschen nachgefragt, das berühmte Warum? Warum hast du das? Gar nicht. Es hat ihr nur gereicht, damit ich für Sex mit Frauen, damit ich überhaupt mit anderen Frauen Sex mache. Mhm. Ob es für Geld oder ob ohne Geld, das ist ihr ganz egal. Der Grund, warum du es machst, wir wiederholen das nochmal an dieser Stelle, weil ja nicht alle Leute dabei waren. Ja. Die Kohle, ne? Die Kohle, ganz einfach. Leicht verdientes Geld, ne? Mit ein bisschen Spaß dabei. Mit ein bisschen Spaß dabei, ja. Aber natürlich nur reiner Sex, keine Gefühle, keine Liebe dabei gewesen bei den Frauen. Nur eben. Ja, ja, das habe ich meiner Frau ein Leben bieten, wie ich es ihr auch geboten habe. Und Hatte sie, ich weiß gar nicht, ob ich dich das gefragt habe vorige Woche, hatte sie sich nicht schon gewundert, dass du so viel Geld verdienst? Und war das Nein, weil ich habe ja nicht immer alles gleich aufs Konto. Ich habe noch ein Sparkonto, wo. Ach so, war es, genau. Ja, das hattest du erzählt. Genau, jetzt fällt es mir auch wieder ein. Ja, und wie gesagt, sie hat auch noch gesagt, sie braucht keinen reichen Mann, sondern sie wollte mich haben als Mann, und wenn ich nur wenig verdient hätte, und dann wäre es auch gut gewesen. Ja, so ein Willen muss es auch sein. Ja, aber ich wollte ihr eben ein gutes Leben bieten. Hast du ihr das auch so, hast du die Chance gehabt, ihr das zumindest so zu erklären? Ja, das habe ich alles gehabt. Die hat mir so lange noch zugehört, aber wie gesagt, sie hat dann gesagt, das war's jetzt da, und wir sind erstmal getrennt. Knallhart. So. Jetzt sagst du aber, ich gebe diesen Job auf, oder ich habe ihn schon aufgegeben. Ich will diese Frau, das ist das Tollste, was es gibt für mich auf der Welt, ich will die zurückhaben. Weiß sie das, dass du den Job aufgegeben hast schon? Die weiß es. Die weiß es. Wie hast du es? Hast du es ihr geschrieben oder gesimst? Oder wie hast du es Nein, ich habe sie angerufen und habe ihr gesagt, ich habe den Job aufgegeben. Ja? Ich bin zurzeit arbeitslos, und ich suche mir einen anderen Job wieder im normalen Arbeitsleben. Ja? Und will ihr damit beweisen, damit ich das nur für sie mache, damit sie mir wichtiger ist, wie alles andere. Nun sind das ja fulminante Erschütterungen in deinem Leben.
die vielleicht auch ausgelöst worden sind durch unser Gespräch. Bereust du das, dass du es ihr gesagt hast? Einerseits ja, andererseits bin ich irgendwie auch stolz drauf, damit es endlich draus ist. Ja. Und damit ich jetzt weiß, was mir wirklich wichtig ist. Denn die ganze Zeit war mir auch das Geld mit wichtig. Mhm. Das Geld ist eben, das Geld war da, man hat Geld gehabt, man hat immer Geldsorgen gehabt. Und vielleicht ist dir jetzt auch durch ihre radikale Reaktion, ist dir vielleicht noch bewusster geworden, noch klarer geworden, wie wichtig dir diese Frau ist. Diese Frau ist mir am allerwichtigsten. Mhm. Für diese Frau würde ich mein eigenes Leben opfern. Mhm. So wichtig ist mir diese Frau. Da kann man sich natürlich im Nachhinein denken, warum hast du es ihr angetan? Ne? Warum hast du es auch nur wieder wegen Geld, damit ich ihr was bieten kann. Aber was ist Geld gegen Liebe? Gar nichts. Genau, ja, und das habe ich jetzt auch da dran gesehen. Und jetzt muss ich natürlich sehen, damit ich diese Frau wieder mit allen Mitteln dort zurück. Ja, also ich finde das eigentlich gut, was jetzt da passiert ist. Da ist jetzt richtig Bewegung drin in der ganzen Sache. Und wenn ihr beide euch jetzt wieder zusammenraufen solltet, wenn das wieder funktioniert, habt ihr eine verdammt gute Grundlage. Und du hast eine Gewissheit, was dir im Leben wichtig ist. Eben nicht die scheiß Kohle, sondern der Mensch, deine Frau. Ja, diese Frau ist mir am allerwichtigsten. Da gibt es keine Kohle auf der Welt, wo diese Frau ersetzen kann. Mhm. Und das habe ich gemerkt. Und jetzt muss ich natürlich alles dran setzen. Und ich weiß, damit ich auch im normalen Leben Arbeit finde. Also Arbeit ist genügend da. Ja. Wer Arbeit sucht, der findet auch. Hast du denn den Eindruck, dass da schon noch eine Chance ist? Oder war sie ganz radikal? Nein, ich habe den Eindruck, dass das schon die Chance ist. Mhm. Sie ist verletzt, ist ja auch klar. Aber sie will jetzt natürlich auch Beweise haben, der meint das ernst, ne? Ja, ich meine, ich habe ja auch alles. Ich habe ihr das Auto gelassen, ich habe ihr die Wohnung gelassen, ich bezahle weiterhin die Miete und alles. Das sind alles materielle Dinge. Ich glaube, ganz wichtig ist für sie, dass du sofort diese Sache aufgegeben hast. Ich glaube, das wiegt ganz, ganz enorm. Ja, und ob du das Auto gibst und die Wohnung, das ist alles nebensächlich, glaube ich. Ja, klar, aber wie gesagt, ich lasse ihr auch das Leben jetzt so und ich lasse ihr auch in Ruhe. Ich rufe auch nicht täglich an oder so. Ich rufe einmal in der Woche an und frage nur so, wie es gerade geht. Ja, finde ich auch gut. Finde ich wunderbar. Und, ich will ganz einfach so mit aller Ruhe wieder zurück. Ja, das ist auch gut. Setz sie nicht unter Druck, klammer nicht zu sehr, bagger nicht zu ihr zu sehr, sondern halt kontinuierlich Kontakt und dann soll sie von sich aus entscheiden und sie soll wieder aktiv werden. Wo wohnst du eigentlich im Moment? Ich wohne im Moment im Hotel. Im Hotel? Ja, aber, bei Freunden will ich nicht jetzt gerade unterkommen, weil da ist der Abstand wieder nicht, die Fragen dann auch, wie du weshalb. Da redet jeder rein und jeder, ich kann doch mal mit ihr reden, hab's gesagt, lass das, ich mach das alles alleine. Ich hab den Bock verbaut, ich baue ihn auch wieder zusammen. Geht natürlich auch in die Kohle, ne, mit dem Hotel wohnen. Ja, aber man, du hast ja gespart. Ich suche mir jetzt auch nur eine Zimmerwohnung. Erstmal, ich meine, das ist alles ziemlich locker. Ja. Man muss ja nicht gerade im Luxus leben. Nein, natürlich, du musst ja nicht im Fünf-Sterne-Hotel wohnen. Ja, das ist ein ganz normales Hotel, aber ich bin ja auch auf der Suche nach einer Zimmerwohnung von mir aus. Auch möbliert, nur damit ich erstmal. Also. Ich finde es interessant, jetzt nochmal eine Rückmeldung von dir bekommen zu haben. Das ist zwar sehr dramatisch, aber ich finde die letztendlich gut, was sich da jetzt in die Gänge gesetzt hat. Das haben wir ja gesagt, dass wenn ich das ihr gesagt habe, dass ich mich nochmal bei dir melde. So war es, ja, ganz genau, ja. Jetzt drücke ich dir wirklich die Daumen, dass du die Frau, ich nehme es dir wirklich ab, dass du die Frau von tiefstem Herzen liebst und dir die Frau das Allerwichtigste im Leben ist. Das spüre ich, wie du das jetzt gerade formuliert hast. Beim letzten Mal war mir das mit dem Geld noch ein bisschen zu dominant. Aber jetzt ist es anders und das wird sie auch spüren. Ja, diese Frau spürt das auch, glaub was ich so. Alles. Und deshalb drücke ich euch wirklich alle Daumen der Welt, die ich habe, dass ihr wieder zueinander kommt und dass ihr ein glückliches Paar werdet. Okay, ich danke dir, wünsche mit deiner Sendung noch alles Gute. Gell? Danke, Heinz. Tschüss. Tschüss. Katrin ist hier. Katrin ist 31. Hallo, Katrin. Hallo. Hallo, Katrin. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Na, ich versuche mich immer so ein bisschen noch zu sammeln jetzt hier gerade noch im Moment. Ja. Also mein Thema ist, ich habe 7 Jahre lang ein ganz tolles Verhältnis mit meinem Arbeitgeber. Wie viele Jahre? Wie viele Jahre? 7 Jahre. 7 Jahre. Mhm. 7 Jahre lang lief das. Der Mann ist verheiratet. Er ist auch ein paar Tage älter als ich. Das heißt ein paar Tage? Ein paar Tage heißt, dass er doppelt so alt ist. Genau. Ehrlich? Fast. Also fast etwas weniger. So knapp 60. Ja, genau. Und aus diesem Verhältnis ist ein Kind entstanden. Mhm.
Und in dem Moment, wo er wusste, dass ich das Kind bekomme und dass ich es austragen werde, bin ich nur noch behandelt worden wie das Letzte. Im Moment, ich wäre die liebe Angestellte geblieben, das Verhältnis ist ja alles aufrechterhalten worden, alles sehr prima weitergelaufen, wenn ich das Kind nicht bekommen hätte. Ist das Kind auf der Welt? Das Kind ist auf der Welt, das Kind, das wird in 2 Wochen ein Jahr. Ja. Und das heißt also, seit einem Jahr oder über einem Jahr ist dieses Verhältnis, du arbeitest aber noch bei ihm? Ich arbeite da wieder. Mhm. Arbeitest du eigentlich direkt mit ihm zusammen oder ist er so weit oben, dass du gar nicht viel mit ihm zu tun hast? Das ist eine kleine Arztpraxis und ich arbeite direkt mit ihm zusammen. Ja, ja. Und das Verhältnis ist jetzt seitdem das Kind da ist und vorher auch schon, als das Kind im Kommen war? In dem Moment, wo feststand, dass ich das Kind bekomme. Ja. Verhältnis ganz kaputt. War das Verhältnis ganz kaputt. Tyrannisiert er dich? Er lässt es nicht auf der Arbeit spüren. Er lässt es nicht auf der Arbeit spüren? Er lässt es mich auf der Arbeit ganz deutlich spüren. Also, sind da auch noch andere Helferinnen? Noch andere Helferinnen. Sie merken natürlich, sie haben gemerkt, dass irgendwo da ein Bruch drin gewesen ist, dass irgendwo... Aber die wittern nicht, was da für ein... dass ihr ein Verhältnis miteinander hattet, das nicht? Ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass sie es immer vermutet haben. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass er verheiratet ist? Er ist verheiratet und das Schlimmste an der ganzen Sache ist auch noch, dass ich ein sehr gutes Umgehen mit seiner Ehefrau hatte. Ja, jetzt aber auch nicht mehr. Nein. Aber die weiß nichts von... Sie weiß davon, sie hat auch mehrere Gespräche noch mit mir geführt, wo ich noch schwanger war. Ach so, sie weiß, dass du schwanger von ihm bist. Hat auf mich eingewirkt, dass ich das Kind bitte nicht bekommen möchte. Ach so. Und das hat er ihr also erzählt, als du schwanger wurdest? Ja. Mhm. Du bist aber nicht auch noch in einer Beziehung? Ich bin in keiner anderen Beziehung, nein. Und das Ganze ging 7 Jahre heimlich? Ging 7 Jahre lang. Ich habe da gearbeitet. Es hat 3 Jahre gedauert. Ich habe mich von Anfang an damals schon im Bewerbungsgespräch in den Mann verliebt. Mhm. Wie hast du es denn so viele Jahre ausgehalten, ohne dass du nicht gesagt, dass du nicht gesagt hast, Mensch, ich will jetzt aber klare Verhältnisse, ich will mit dir ganz zusammen sein. Wie hast du es ausgehalten? Es war eine wunderbare eingefahrene Kiste. Es war, ja, hatte seine festen Tage, wo man sich getroffen hat und. Ja schon, aber du warst doch 5. Rad am Wagen. Ne? Ich war 5. Rad am Wagen, ja. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe die Kontrolle und ich habe hier eine gewisse Position, ich habe eine gewisse Machtposition sogar. Mhm. In dem Moment auf Arbeit hatte ich diese Machtposition. Ich habe sie zwar nie versucht auszuspielen, aber es war irgendwo, habe ich immer gesagt, ich verbringe mehr Zeit mit dem Mann als wie seine Ehefrau. Mhm. Wie hat er das denn begründet, dass er nicht mit dir letztendlich zusammengekommen ist, sondern dass er bei seiner Frau geblieben ist? Da hängt familiär zu viel dran. Er hat selber einen behinderten Bruder, den er jetzt zu sich nehmen musste und für den aufkommen muss. Und da ist einfach, das ist das Finanzielle, was da alles zusammenhängt, wo es irgendwo... Klingt so als Begründung ganz gut. Man könnte aber auch sagen, letztendlich wollte der dich gar nicht wirklich. Dem war das vielleicht ganz angenehm. Da hat er zu Hause sein Nest und auf der Arbeit hat er auch noch seinen erotischen Thrill und seine Frau, die bei ihm ist. Sehr praktisch alles für ihn. Aber okay, das ist ja nur Schnee von gestern. Jetzt geht es ja um heute. Hat er das Kind schon mal gesehen? Er hat das Kind gesehen. Er hat sich selber vorbeigekommen und hat sich das Kind angeschaut. Ich habe auch versucht, ihn irgendwo so ein bisschen zu bestrafen für sein ganzes Verhalten, weil plötzlich Fragen aufkamen, ob das Kind eventuell überhaupt von ihm sein könnte. Und er hat es das erste Mal gesehen und hat, das war ohne Frage, das ist ihm aus dem Gesicht geschnitten. Das war dann alles kommt er denn für weggeblasen, das, die ganze Problematik. War er nett zu dem Kind in dem Moment oder war er distanziert? Er war in dem Moment nett. Mhm. Kommt er für das Kind auch auf? Gibt er dir Geld? Nee, es blieb ihm nichts anderes übrig. Also ich wusste mir dann irgendwann nicht mehr anders zu helfen, als ich dann selber zum Jugendamt gegangen bin und das alles hab geregelt. Ach, das ist ganz offiziell, dass er das Vater ist. Das ist jetzt offiziell und er hat die Vaterschaft jetzt auch mittlerweile anerkannt. Und das ist. Aber die Situation auf der Arbeit, bei der Arbeit ist für dich, gelinde gesagt, bedrückend. Die Situation ist einfach die, dass was bedrückend für mich ist, dass ich jahrelang ein sehr gutes Verhältnis mit ihm hatte, dass das Arbeiten richtig Spaß gemacht hat und
ich das jetzt ganz deutlich zu spüren bekommen habe. Ich sage jetzt mal eine Angestellte wie jede andere. Liebst du diesen Mann immer noch? Ja. Wobei du doch eigentlich ganz tief... Ich weiß nicht, warum. Ne, du müsstest eigentlich ganz tief enttäuscht und ganz tief verletzt sein, nach dem, wie er sich verhalten hat. Ich bin zutiefst verletzt darüber. Nicht, wie er sich mir gegenüber verhält, nein, wie er sich dem Kind gegenüber verhält. Ja. Er ist stinksauer, wenn ich das Kind ihm nicht präsentiere und nicht mitbringe und nicht mal in der Praxis auftauche und ihm zeige. Dann ist er sauer? Da ist er ganz sauer und enttäuscht. Und wenn ich den Kleinen dann mal dabei habe, dann nimmt er und macht und knubbelt mit ihm rum. Aha. Aber das ist ja auch seltsam. Erst wollte er das Kind. Ja, nicht. Das ist seltsam. Dann, wieso hat er eigentlich seiner Frau etwas gesagt, was so lange geheim war, als du schwanger warst? Warum gerade da? Ich weiß es nicht. Ich habe ihn das auch ein paar Mal gefragt. Er konnte es mir nicht beantworten. Mhm. Habt ihr, nachdem das Kind auf die Welt gekommen ist, nochmal was miteinander gehabt? Nein. Gar nichts? Nein. Hat er sich mal geäußert, was er für dich noch empfindet? Er empfindet für mich eigentlich, er wirft mir immer wieder vor, ich würde sein ganzes Leben hätte ich jetzt kaputt gemacht. Das ist ja schon eine feige Haltung, um es mal gelinde auszudrücken. Hm. Hast du Angst, dass er dich rausschmeißt? Also im Moment kann er mich nicht rausschmeißen. Da ist zum Glück noch ein zweiter Chef, der da auch noch ein bisschen mit dahinter steht. Ja. Da habe ich eigentlich keine Angst. Aber die andere Frage ist ja, das kann man ja auch fragen, wäre es nicht vielleicht für deine Seelenruhe, Seelenheil besser, wenn du gingst, um einfach mal auf Distanz von diesem Mann zu kommen? Das ist mein ganzes Problem, dass ich immer denke, es ist besser, jetzt da zu gehen und sich was Neues zu suchen. Mhm. Ja, das meine ich, ja. Ich habe es nicht verstanden. Denkst du auch darüber nach, das zu tun? Ich denke da heute so und morgen denke ich wieder, ach, ist ein guter Tag und heute hat er wieder was Nettes gesagt und ich will dir was sagen, Katrin. Ich erkundige, wie es dem Kleinen geht, wie es uns geht. Ich will dir was sagen, von außen, als total neutrale Person, würde ich ohne zu zögern und ohne zu zweifeln sagen, geh da raus. Geh da raus. Ich glaube, dass du dir für dein Gefühl, für deine Psyche nur Gutes tun kannst, wenn du da weggehst. Denn die Sache ist kaputt. Die ist kaputt. Und du erlebst nur Schmerz und wieder Demütigung und hechelst irgendeine Nettigkeit hinterher. Und wenn mal wieder ein Krumen vom Tisch fällt, dann freust du dich über ein bisschen Nettigkeit. Aber das ist kein Zustand. Das ist mit Sicherheit kein Zustand. Nein, auf keinen Fall. Aber was ist denn deine Hoffnung? Denkst du, dass es wieder mal so wird wie früher? Die Hoffnung habe ich jetzt mittlerweile auch schon verworfen, um Gottes Willen, das ist jetzt auch nicht mehr, da denke ich jetzt schon gar nicht mehr dran. Ich denke einfach nur immer darüber nach, dass ich so lange da arbeite und dieses Licht ausmacht und irgendwo Angst habe vor was Neuem. Ist er denn auch richtig? Ist ja nun einfach auch mal so, dass ich sage, als alleinerziehende Mutter, da ist es dann auch nicht mehr so leicht auf dem Arbeitsmarkt. Sicher, das ist natürlich schrecklich, dass du letztendlich dann das ausbaden musst und der Herr Doktor sitzt da fein fett in seinem Sessel und hat weiterhin seine Praxis. Das tut mir auch schon leid, aber ich denke so für dich, das ist kompliziert vielleicht und schwierig, aber wenn dir der Absprung gelänge in einen anderen Job, in eine andere Praxis, wäre es mit Sicherheit besser für dich. Er ist doch auch, so wie ich es gerade am Anfang verstanden habe, auch ja ungerecht zu dir, unfreundlich und es ist von der Stimmung her alles... Er lässt es mich ganz deutlich spüren. Ja. Er lässt es mich ganz deutlich spüren, dass ich da jetzt der Störfaktor bin und versucht mich da mental schon ziemlich runterzuputzen. Da kann man natürlich eine Weile sagen, okay, ich halte das aus, für mich ist das wichtig, diesen Job zu haben. Ist vielleicht auch eine Einstellung. Aber ich glaube, es gibt ja so diesen schönen Satz, der abgedroschen klingt, aber ich glaube, sehr viel Weisheit steckt da drin. Der Klügere gibt nach. Ich glaube, dass du dir viel Gutes tätest, wenn du da rausgingst. Wenn das sich sowieso, ich glaube auch nicht, dass sich das mehr einpendelt. Aber wenn, dann sowieso nur, wenn du aus dieser Arbeitssituation mit dem entflochten bist. Das ist meine Meinung, Katrin. Ich sag's dir als völlig neutrale Person. Ja, August, das ist wahres dran, ja. Ja. Wenn du gern noch eine andere Meinung hören möchtest, kann ich dir anbieten, dass meine Psychologin dich nochmal anruft. Kann ja auch nicht schaden.
Ja, das fände ich schon ganz toll. Okay, dann machen wir das so. Dann legst du auf und die Magdalena ruft dich gleich nochmal an. Okay. Alles Gute für das, was jetzt vor dir liegt. Danke. Tschüss. Tschüss. Harry, 30 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo. Ja, Harry. Um was geht's? Ja, ich habe da so ein Problem und zwar bin ich, also mehr oder weniger Problem, sexsüchtig. Mhm. Was heißt das denn genau? Ja, was heißt das genau? Ich bin so süchtig, dass ich auf jeden Fall eine Menge Geld dafür ausgebe. Mhm. Das heißt, du gehst zu Prostituierten? Ja. Wie oft gehst du in einen Puff? Ja, je nachdem. Sobald ich Geld habe, irgendwie gehe ich auch dann dahin. Manchmal ist es ja nicht nur professionelle Frauen, sondern manchmal kommt es halt auch vor, dass ich mal hier und da eine mal so überzeugen kann. Mhm. Und also für mich, um es mir so vorzustellen, wie viel Mal durchschnittlich so im Monat gehst du zu einer Hure? Durchschnittlich, so ungefähr. Kann ich dir jetzt echt so nicht sagen. 10-mal. Im Monat? Ja. Kann vorkommen, kann auch in der Woche mal 10-mal sein. Also je nachdem, wie viel Geld ich dann habe. Ja. Hast du auch eine Partnerin? Nee, momentan nicht. Bist du so drauf, so sexsüchtig drauf, auch wenn du in einer Partnerschaft bist? Die ersten Monate vielleicht nicht so, aber... Dann schwenkst du aus und hast deine Geschichten nebenher laufen. Dann kommt dann irgendwann so der Punkt und dann tilt. Ne? Also ich hatte eigentlich auch noch nicht so viele Partnerinnen, muss ich dazu sagen. Liegt das daran, dass du gar nicht so dich konzentrieren kannst auf eine Person, sondern ganz viele haben musst? Keine Ahnung, es ist irgendwie, wenn ich das mal so platt ausdrücken darf, die Geilheit. Mhm. Ja, das ist mir schon klar. Ja, das ist mir schon klar. Deswegen, deswegen, das kann durchaus sein, dass man deshalb gar nicht beziehungsfähig ist, wenn man so unter Strom steht, dass man gar keinen Bock hat, nur sich auf eine Person zu konzentrieren. Sondern, ja, also ich weiß nicht, früher, also in jüngeren Jahren, als ich so um die 18 war, so sage ich mal, da hatte ich schon mal so 2-3 Beziehungen nebeneinander laufen oder so, aber das habe ich so als Jugendlichen leichtsinn so abgetan, hab da auch meine Strafen für bekommen, sage ich mal, aber dann irgendwie ist das irgendwann so, dass ich dann mal im Puff gelandet bin sozusagen und da habe ich halt positive Erfahrungen gemacht. Ja. Und dann... Inwiefern positive Erfahrungen im Puff? Ja, weiß ich nicht, dass die Ladies mich dann sehr nett fanden und dass ich dann auch mal nicht bezahlen musste oder so. Ach so war's. Ja. Und dann habe ich dann halt, bin ich da irgendwie reingerutscht und jetzt immer, wenn ich irgendwie merke, so, ich habe schon wieder so viel Druck drauf, dann... Gehst du los. Das heißt, du gibst wirklich dann auch tierisch viel Geld für Sex aus. Richtig. Hm. Bist du schon verschuldet oder geht das noch so? Ja, du bist verschuldet? Ja. Nämlich? Wie hoch? So um die 20. Oh, das ist viel. Ja. Was machst du für einen Beruf, wenn ich fragen darf? Im Moment bin ich Arbeit suchen. Arbeit suchen und 20.000 Euro Schulden? Ja, ja. Das ist natürlich mehr. Warum baggerst du nicht einfach so in der Stadt, in Diskotheken, in Kneipen, in Bars Frauen an? Ist das zu umständlich? Und gehst dann lieber gleich, wenn du ein bisschen Kohle in der Hand hast, in den Puff? Ja, also erstens ist es manchmal doch umständlich, ne? Und weil du gleich Sex haben willst und nicht erstmal lange Vorgespräche über ja, nicht nur das. Ich meine, man muss ja auch, ja, man braucht auch Geld zum Ausgehen. Zum Ausgehen braucht man auch Geld. Na gut, das ist aber nicht so teuer wie das, richtig, was du bei der Prostituierten. Dort, wenn man da hingeht, da hat man die Wahl, da kann man sich aussuchen, auch die oder die oder die, ne? Mhm. Und hat man halt die Wahl und es ist einfacher und man braucht nicht groß rumreden und man kommt direkt zur Sache. Ich gehe mal davon aus, dass du bist ja nun auch schon 30. Ja. Dass sich das so immer noch dass sich das in den letzten 10 Jahren gesteigert hat. Ist das richtig? Ich sag mal so, ich habe meine Ups und Downs. Mhm. Merkst du denn, du hast ja dann schon wahrscheinlich mit wahnsinnig vielen Frauen geschlafen. Ja, ja. Merkst du, dass du auch immer abgefahrenere Sexpraktiken suchst, weil das andere dich langweilt, die 0815-Nummer? Also vielleicht äußert sich das so, dass ich eventuell auch ein paar Drogen dazu nehme dann. Also so, dass ich, ja... Das gibt mir dann den extra Kick sozusagen. Ja, so was für Drogen? Ja, meistens
ja, Gras oder Koks oder sowas. Das geht natürlich, wenn auch zusätzlich noch enorm ins Geld. Ne? Richtig, richtig. Ja. Hört sich nicht so schön an, dein Leben, finde ich. Nee, ist es. Ist auch, jetzt mal abgesehen vom finanziellen Standpunkt, mache ich mir auch gesundheitlich manchmal Sorgen. Ja, es gibt so viele. Es gibt das Finanzielle, es gibt das Gesundheitliche, es gibt aber auch das Seelische, dass das alles auch sehr öde sich anhört. Denn ja, ich könnte mir fast vorstellen, dass du auch mal, dass du Bock hast, vielleicht auch auf das, was man eine Liebesbeziehung nennt. Und ja, hatte ich ja auch mal, aber irgendwie komme ich darauf nicht klar. Ich glaube, ich habe selbst immer wieder so Freunde und Bekannte in meinem Umfeld auch gehabt, die so gestrickt waren oder sind wie du, dass diese enorme Sexgier letztendlich den Menschen beziehungsunfähig macht. Aber auf der anderen Seite die Leute in ihren Tiefen eine große Sehnsucht danach haben. Der Sex macht es kaputt. Ja, der, gut, aber der Sex, wie kommt man denn aus diesem Teufelskreis? Ja, ist schwierig. Weil der Sex lässt einen auch immer ungeduldiger werden. Man hat gar keine Muße mehr, sich auf einen Menschen einzulassen, weil da muss es gleich zack, zack zur Sache gehen. Und, richtig. Ne, und wenn das nicht funktioniert. Ja, es ist so, wie du es sagst. Also manchmal habe ich auch gar nicht die Geduld, dann irgendwie mit einer Frau dann wirklich dieses Gespräch zu führen, um dann an irgendwie an diesem Punkt da anzukommen, vielleicht mal. Ja. Auf den, deswegen weiß ich nicht. Vielleicht gehe ich auch deswegen immer auf die Schnelle, da mir das Sex kaufen, ne? Ich würde mal sagen, ich habe vorhin gesagt, du bist schon 30. Jetzt in dem Satz, den ich jetzt sage, sage ich, du bist erst 30. Ja. Das ist vielleicht noch ein Punkt, wo man noch eine Notbremse ziehen kann. Ich glaube, dass es hier primär gar nicht um Sex geht und um, wie du es gerade ausgedrückt hast, um die Geilheit. Es geht auch noch um andere Dinge. Ich finde, dass man, wenn man so das Leben, wenn sich das Leben so gebahnt hat bei einem, glaube ich, dass man das selbst kaum in den Griff mehr kriegt. Mit Ratio, dass man sagt, oh, ich ändere das jetzt und ich mache das anders. Es ist auch sehr schwierig. Super also, schwer. Ich habe das vielleicht mal eine Zeit lang so sag ich mal, ein, zwei Monate und dann... Ja, es ist du hast es ja genau gerade am Anfang, es ist eine Sucht. Und die meisten Süchte kriegen Menschen alleine nicht in den Griff. Manchmal klappt das auch, aber nicht so oft. Ich würde dir raten, dass du dir mit viel Mühe einen Typ oder eine gute Frau, vielleicht ist ein Typ besser, einen guten Psychologen suchst, mit dem du arbeitest, an dir arbeitest, intensiv, auf einem längeren, in einem längeren Zeitraum. Um zu gucken, was da los ist bei dir. Um auch da Herr über dich zu werden. Strategien zu entwickeln, dass du auch ein bisschen anders tickst, dass du zum Beispiel auch Geduld lernst, Frauen gegenüber. Das kannst du, so ein Psychologe kann mir da helfen? Also ich weiß es nicht. Ich glaube, dass es da sicher Methoden gibt und auch Leute gibt, die das können, ja, unbedingt. Und da gehst du dann hin und sagst, ja, ich habe Sexsucht oder wie? Da gehst du genauso hin, wie du hier bei mir angerufen hast und erzählst erstmal. Und dann sitzt du da genau. Ich hatte schon mal Kontakt mit einem Psychologen, das ist schon ein bisschen länger her. Da bin ich mal so zusammengebrochen und war zwei Wochen irgendwann im Krankenhaus irgendwie. Und weiß nicht, also das Gespräch da hat mir echt nicht viel gebracht. So. Ja, glaube ich. Ich sag ja immer, da gibt es auch solche und solche. Und man muss suchen. Man muss suchen, bis man an einen guten Typ kommt, wo die Chemie einfach stimmt, wo man denkt, den nehme ich ernst. Ich habe auch schon Psychologen kennengelernt, da habe ich gesagt, du lieber Himmel, das ist ja absurd, dass dieser Mensch überhaupt diesen Titel trägt. Aber das habe ich bei Ärzten auch schon gehabt. Ja gut, das hatte ich auch schon bei Ärzten, klar. Aber man muss suchen, man muss einfach einen guten Und wie sieht das denn da aus von der Finanzierung her mit so einem Psychologen? Ist das auch teuer oder nicht? Ja, das kann über die Krankenkasse laufen. Aber das sind jetzt Detailfragen. Da würde ich dich gerne an meine Psychologin, die hier im Hintergrund arbeitet, weiterverweisen. Die kann dir das einfach mal alles erklären und dann kannst du für dich die Entscheidung treffen, ob du das machen willst oder nicht. Okay? Na gut. Ja. Ich versuch's einfach mal. Ja, dann legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar. Alles Dankeschön. Gute. Tschüss. Annika, 32 Jahre alt. Hallo, Annika. Ja, hallo, Domian. Ja, Annika. Was ist dein Thema? Ja, mein Problem ist, dass mein Lebensgefährte beim Sex ziemlich schnell zum Orgasmus kommt. Mhm. Wie lange ist denn dein Lebensgefährte schon dein Lebensgefährte? Ein Jahr und 4 Monate. Geht ja noch. Ja, wir haben aber schon eine Tochter miteinander und wollen mal heiraten. Oh, das geht aber flott bei euch. Ja. Zack, zack, gleich Tochter, gleich heiraten und naja, ist ja okay, wenn ihr euch sehr lieb habt. Ja, eine Garantie kriegen wir ja sowieso nicht. Nie, oder? Nein, das ist schon recht. 10 Jahre zusammenleben oder ob wir... Ja. War das mit ihm immer so, von Anfang an schon?
Von Anfang an, ja. Und das hat sich... Jetzt muss ich dabei sagen, er hat 29 Jahre bei seiner oder bei ja bei seinen Eltern gewohnt. Mhm. Und ich bin die erste Freundin. Ach so, du bist die erste Freundin, die erste Frau. Ja. Und er ist jetzt wie alt? Auch Anfang 30 oder so? Er wird 31. 31. Im Dezember, mhm. Ja. Und er hat noch keine anderen Erfahrungen gesammelt? Nein, nur über diese diversen Filme und sowas. Also mit sich selbst Erfahrungen gesammelt? Genau. Mhm, ja. Bevor wir das mit dem schnellen Kochen jetzt vertiefen noch, hast du nicht Angst, dass er irgendwann mal ausschert und sagt, ich will auch mal andere Erfahrungen sammeln? Ja, doch, habe ich. Mhm. Vor allem, weil ich schon dementsprechende Vorgeschichten habe und familiär auch eine ganz negative Vorgeschichte. Wie kommt das denn bei ihm, dass er so ein Spätzünder ist? Keine Ahnung, wahrscheinlich ja. Er sagt immer, er hat kein Interesse gehabt, er hat mal geguckt, ob er die richtige Frau findet. Ach so. Auf der Arbeit hat er mich dann gesehen, ja. Ach so, und hat er gesagt, die ist es. Ja, so die ist es, da wollen wir gleich ein Kind zeugen und die wollen wir auch heiraten, die Annika. Ja, so. Wenn du das jetzt so daherstellst oder dahinstellst, ja. Nein, ich will mich darüber nicht lustig machen. Nein, überhaupt nicht. Das heißt, der Sex ist für dich irgendwie unbefriedigend? Irgendwo unbefriedigend. Irgendwo sage ich aufgrund meiner Vergangenheit auch, okay, ich kann damit leben. Mhm. Kommst du denn auch ab und zu mal zum Orgasmus oder nie? Nein, gar nicht. Mhm. Ich erzähle ihm zwar immer, ja, ich habe auch was gehabt. Und aber weißt du, da fängt es ja schon an. Da fängt ja, die Lügen. Ja, da fängt der Fehler schon an. Wenn du ihm das so erzählst, kann der sich ja auch gar nicht ändern. Und der hat ja offensichtlich nun wirklich überhaupt keine Erfahrungen mit Frauen. Und er muss das ja auch noch lernen. Er muss ja auch lernen, mit einer Frau umzugehen. Das heißt, letztendlich musst du ihm da auch viel Hilfestellung leisten. Und du kannst ihm am besten Hilfestellung lassen, wenn du ihm klar erzählst, wie du auch funktionierst. Also er sagt schon, dass ihm das zu früh ist und er merkt auch schon, dass ich geknickt bin, wenn nach 5 Minuten passiert ist oder so. Das merkt er schon. Dann sage ich ihm, ich sag, pass mal auf, das ist eine Kopfsache oder lass es uns nochmal versuchen. Aber wenn wir es das zweite Mal versuchen, dann funktioniert gar nichts mehr. Da funktioniert gar nichts mehr bei ihm? Nee. Mhm. Das dauert dann. Ja, aber ich finde jetzt als ersten Schritt erstmal ganz wichtig, dass du im Klartext sagst, was mit dir los ist. Und dass du auch ruhig sagst, ich würde auch gerne das auch mal in vollen Zügen genießen. Das heißt, dass du auch auf deine Kosten kommst. Das andere ist, es gibt ja nun noch genügend Möglichkeiten und Techniken und Spielarten. Es muss ja nicht gleich zum Koitus kommen, wenn man miteinander schläft. Dass man erstmal ein langes Vorspiel macht miteinander. Ja, da kommt er aber auch schon. Ja, das kann man doch ein bisschen trainieren, dass er da nicht so schnell kommt. Und wenn er dann, du sagst danach, hat er gar keine Lust mehr. Ja, Lust schon, aber der Kleine will nicht mehr. Mhm. Ja gut, aber da das kann man hört ja sich jetzt blöd an. Ja, nein, aber da kann man ja vielleicht auch so Spielarten sich ausdenken, dass er sich am Anfang bei dem Vorspiel erst mit dir mehr beschäftigt und du dich weniger mit ihm. Dass ihr euch da einfach ein bisschen aneinander rantastet. Aber das geht alles nur, wenn man da wirklich ohne Hemmungen ist und man ganz offen sagt, hier, pass mal auf, bei mir ist das so und pack da nicht an und mach es so und ich habe das gerne in der Lage und so weiter. Mhm. Hm? Jetzt muss ich leider Schluss machen, weil die Sendung gleich vorbei ist. Annika, ich will dich aber nicht jetzt so schnell abwürgen. Wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Mhm. Okay, bis gleich. Alles klar. Tschüss. Alles klar. Danke. So, meine Lieben, das war's für heute Nacht und für diese Woche. Und ich bedanke mich herzlich bei meinem Team, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, Jan Hölz, Annette Bastian, Christoph Hoffmann, Jan Gräfe zu Baringdorf, Pamela Koppay und Elke Büchter. Jetzt ist Wochenende, ich wünsche euch ein schönes Herbstwochenende. Es soll ja noch mal ein bisschen nett werden draußen, ein bisschen warm, ein bisschen sonnig, also ein schönes Herbstwochenende. Und wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag, dann wieder mit einer freien Themennacht, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Und ihr könnt natürlich jetzt ab sofort und das ganze Wochenende über uns auch mailen, nämlich unter domian@wdr.de, wenn ihr euch gerne nächste Woche am Montag, Dienstag oder wann auch immer mit mir unterhalten wollt. So, gute Nacht, schöne Nacht, bis nächste Woche, bye bye. We'll be right back.
London. Der britische Premierminister Blair hat die Ermordung des im Irak entführten Briten Bigley verurteilt.